Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Babst-Dibbel, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Geschichte und Entwicklung der Kinderbetreuung hat in Deutschland eine sehr lange Tradition, und das Modell des Kindergartens ist weltweit hoch angesehen. In der jüngeren Geschichte besteht schon seit 1996 ein Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Vielen Dank. Im Januar 2002 forderte dann der Europäische Rat dazu auf, alle Hemmnisse zu beseitigen, die Frauen von einer Beteiligung am Erwerbsleben abhalten. Das klingt zunächst einmal nach mehr Gleichberechtigung der Frau und eröffnet tatsächlich Frauen mehr Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit. Hier setzt aber schon ein Kritikpunkt an. Meine Damen und Herren, die familiäre Betreuung von Kindern durch ihre Mütter wird hier quasi als Hemmnis für die Mutter angesehen. Eine eher negative Umschreibung für die Entscheidung für Kind oder Kinder. Und weiterhin wird hier mit keiner Silbe die Leistung von Frauen honoriert, die unserer Gesellschaft den Fortbestand garantieren und dafür sorgen, dass Generationenverträge unseres Sozialsystems eingehalten werden könnten. Nur Kinder sichern gegen Altersarmut ab und sichern auf Dauer Renten. Mehr noch, die Anerkennung von Müttern und die Anerkennung von Familienarbeit, egal ob von Männern oder Frauen getan, wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung zur Gleichstellung von Familien- und Erwerbsarbeit. Die zunehmende Fremdbetreuung von Kindern über längere Stundenzahlen suggerieren, dass Kinder neben wichtigeren Erwerbstätigkeiten dazugehören. Kinder sind keine Nebensache. Aber zurück zur Entwicklung der Kinderbetreuung. Nach Maßgabe der Nachfrage nach Einrichtungen zur Kinderbetreuung und im Einklang mit einzelstaatlichen Vorgaben für das Versorgungsangebot sollten bis 2010 für mindestens 90% der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt und für mindestens 33% der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Im April 2007 haben sich Bund und Länder und Kommunen dann während des Krippengipfels darauf geeinigt, dass ab 2013 für jedes Kind unter 3 Jahren ein Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege bereitgehalten werden muss. Seit August 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab erstem Lebensjahr. Meine Damen und Herren, in Berlin klagen immer mehr Eltern vor Gericht ihr Recht auf einen Kita-Platz ein, so die Berliner Zeitung vom 16. Februar. Es gibt zu wenige Plätze. Als Begründung werden Zuzug und hohe Geburtenraten in einigen Bezirken genannt. Und obwohl der Ausbau der Plätze und die Personaldichte steigen, wird der ebenfalls steigende Bedarf nicht gedeckt. Offensichtlich entsteht den Eltern, die ihre Kinder mangels Kita-Platz nicht in eine Fremdbetreuung geben können, ein Schaden. Denn nur so ist es erklärbar, dass Eltern auf Schadenersatz des Verdienstausfalls klagen und das Jugendamt dann eine Ersatzbetreuung organisieren und teuer finanzieren muss. Meine Damen und Herren, das ist, egal aus welchem Blickwinkel man die Situation betrachtet, unhaltbar. Zurück zum vorliegenden SPD-Antrag. Ich zitiere hier aus der Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 23. August 2019 eine Passage. Noch während des Ausbaus der Kinderbetreuungsplätze für die Kinder unter 3 Jahren wurden faktisch die Standards und Bedarfe erhöht, indem man mit der Förderregelung nach § 32c HKJGB die Regelbetreuungszeit von 5 auf 6 Stunden erhöht wurde und für diesen Zeitrahmen und für die Kindergartenkinder für die gesamte Betreuungszeit ab Erreichen des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung eine Gebührenfreistellung zu gewähren ist. Hier wurden also die Städte und Gemeinden sozusagen gezwungen, unter Zeitdruck und mit weiteren Kosten das ohnehin vorhandene Defizit bei der Kinderbetreuung zu erhöhen.
Weiterhin benannte die Stellungnahme neben den steigenden Nachfragen durch den frühen Rechtsanspruch noch die gestiegenen Qualitätsstandards, die Anforderungen durch Inklusion, die Migration und Sprachprobleme, und das alles bei steigendem Personalbedarf und allgemeinem Fachkräftemangel. Zitat aus der Presse: Die Kommunen geben jeden Cent für Kinderbetreuung aus. Die Belastungsgrenze in den Kommunen sind also schon längst überschritten und zeigen auf, dass politisches Wunschdenken, das fatal an die während meiner Jugendzeit als Negativbeispiel angeführte frühkindliche und sozialistisch geprägte Fremdbetreuung in der DDR erinnert, hier auf eine andere Realität trifft. Das Kollektiv stand in der DDR, im DDR-Regime über allem, und entsprechend waren einheitliche Erziehungsprogramme vorgeschrieben. Und schon damals haben Entwicklungspsychologen das scharf kritisiert, weil damit immer eine Störung von Beziehung erfolgt. Beziehung wiederum ist für die individuelle frühkindliche Entwicklung essentiell, denn Lernen geht nur über die beziehungsvolle Gefühlsebene. Beziehung wiederum geht nur bei einem sehr guten Betreuungsschlüssel, und damit sind wir in Hessen im Jahr 2020 angekommen. In der DDR hatte man wohl einen Betreuungsschlüssel von 6 Kindern auf einen Betreuer. Davon träumen hessische Kitas heutzutage, wie unter anderem eine Bertelsmann-Studie zeigt. Meine Damen und Herren, der Familientherapeut Jesper Juhl sagt, ich zitiere, wir reden über Krippen und Kitas, als ob sie für die Kinder da sind. Eigentlich sind sie für die Erwachsenen, die Gesellschaft, da. Man ist in Schweden fast so weit, dass man denkt, Erzieher sind für Kinder besser als Eltern. Diesen Eindruck gewinnt man mittlerweile in der deutschen Betreuungslandschaft und in der Diskussion hier ebenfalls, meine Damen und Herren. Das geht so nicht. Warum sonst wird einseitig die Fremdbetreuung mit horrenden Beträgen finanziert, und die Familien werden nicht z.B. durch noch mehr steuerliche Entlastungen in die Lage versetzt, echte Wahlfreiheit zu genießen? Hier zeigt der große Andrang bei den Anträgen zum Erziehungsgeld, dass Eltern ihre Kinder betreuen wollen. Allerdings geht es hier nur um 14 Monate, was aus Sicht der Entwicklungspsychologie wiederum absolut nicht ausreicht. Hier ist es im Sinne der frühkindlichen Entwicklung zu fordern, dass den Eltern eine Betreuung ohne materielle Einbußen bis zum dritten Lebensjahr ermöglicht wird. Betreuung und Erziehung sind eben nicht, wie im Antrag benannt, zuallererst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nein, sie sind zuallererst Recht und Pflicht der Eltern. Und wir sollten uns auch davon verabschieden, ich zitiere, die Kindertagesstätten können alles reparieren, was es an sozialen Konflikten gibt, so der Autor und Journalist Felix Berth. Der Einfluss des Elternhauses bleibt trotz langer Betreuungszeiten immer noch entscheidend, und da Kinder ihre Eltern bedingungslos lieben, folgen sie ihren Eltern oft in der Gestaltung des Lebens, und damit folgen sie auch oft etwaigen Fehlern der Eltern. Das Kernproblem der Betreuung in Hessen ist neben der Finanzierung von neuen Plätzen und Kitas der Betreuungsschlüssel. Ist der Betreuungsschlüssel zu groß, dann leidet die Betreuungsqualität und damit das einzelne Kind. Auch hier lassen die Zahlen der Bertelsmann-Studie nichts Gutes ahnen. Und dann auch noch für einige Eltern, ich nenne hier mal exemplarisch den Bereich der Gastronomie, müsste die Betreuung außerhalb regulärer Zeiten möglich sein. Doch hier gibt es keinen Rechtsanspruch. Meine Damen und Herren, die Probleme im Bereich der Kinderbetreuung sind bekannt, die Kosten ebenfalls, und wir haben es unter anderem mit Verletzungen des Konnexitätsprinzips zu tun, wenn den Kommunen nach eigenen Aussagen 92 Millionen € zur Verfügung gestellt werden, der Bedarf jedoch bei 900 Millionen € liegt. Der Antrag der SPD wäre zu befürworten im Hinblick darauf, dass den Kommunen ein Ausgleich des Investitionsbedarfs zusteht, zumal über das starke Heimathessengesetz wieder kommunales Geld quasi zurückgegeben wird. Allerdings finden wir ebenfalls im Antrag wieder wohltuende Worte und Forderungen nach Steigerungen der Betreuungsqualität.
Das Beispiel Berlin zeigt aber gerade hier auf, dass die Realität die guten Wünsche schneller einholt als gedacht. Von einem guten Betreuungsschlüssel ist man weit entfernt, und im SPD-Antrag sind dazu keine konkreten Zahlen zu finden. Aus Sicht der AfD muss hier grundlegend über notwendige Angebote der Kinderbetreuung geredet werden, grundlegend, und über andere Konzepte, zusätzliche Konzepte, z.B. die Stärkung der elterlichen Betreuung, intensiv nachgedacht werden. Entschuldigung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Satz. Mein Wunsch wäre es, dass auch endlich die Worte Beziehung und vor allem Bindung in dieser Diskussion auftauchen. Danke sehr. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Diskussion, die heute hier von der SPD auf die Tagesordnung gesetzt worden ist, nämlich die Frage, wie auskömmlich können die Kommunen finanziert werden, um die gesellschaftliche Aufgabe einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung umsetzen zu können und voranbringen zu können, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir hier in Hessen vor uns haben und die wir auch oft schon hier im Hessischen Landtag diskutiert haben. Aus Sicht der Freien Demokraten ist es zentraler Bestandteil einer guten Entwicklung im Bereich der Förderung unserer Kinder, dass Kommune und Land vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass nicht von Misstrauen geprägte Beziehungen bestehen bei der Frage, wird man hier wieder um Geld gebracht und wer trägt die Lasten, sondern dass man wirklich erkennen kann auf der kommunalen Ebene, dass Land und der Bund sehen die Frage der Kinderbetreuung und der Zukunft unserer Kinder als zentralen Bestandteil an, den wir gemeinsam Bund, Land und Kommunen stemmen wollen. Das ist eine der zentralen Forderungen der Freien Demokraten. Und genau darum ist es gut, dass wir heute hier über dieses Thema diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf den einen oder anderen Vorredner eingehen. Herr Wagner, Sie sind jetzt kein ausgemachter Fachpolitiker im Bereich frühkindliche Bildung, aber ein Fraktionsvorsitzender kann zu allem klug sprechen, das ist ja bekannt. Aber wenn man Sachbeiträge leisten möchte, dann sollte man auch an der Sache bleiben. Und was Sie hier abgeliefert haben, war in dem Versuch von Politikklamauk und Schuldzuweisung das eigentlich wichtige Thema in Geschrei, Gelächter und sonstigen Attitüden hier untergehen zu lassen. Das ist Ihnen leider ein Stück weit gelungen. Ich möchte dazu beitragen, dass wir zurück zum Thema kommen. Es geht nämlich um die Kinder in unserem Land. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und es ist die Zukunft aller Menschen in unserem Land. Und selbstverständlich geht es darum, wie können die Kinder in unseren Kindertagesstätten gefördert werden. Und das sind Hunderttausende von Kindern. Und darum ist es gut so, sich zu überlegen, welche politische Ebene kann was dazu beitragen. Und ich möchte das vielleicht an der Stelle auch noch einmal sagen. Ich bin Frau Giffey, auch wenn sie keine Freie Demokratin ist, sehr dankbar, dass sie dieses Thema auf Bundesebene so hoch auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und für mich ist es auch nicht egal, ob es eine SPD-Ministerin ist, eine CDU-Kanzlerin ist, sondern es ist eine Bundesregierung, und diese Bundesregierung muss dieses Thema auch ernst nehmen. Und ich finde es schon ein bisschen schizophren, wenn man hier ab und zu die Schuldzuweisung verschiedener Parteien sieht. Die zentrale Frage ist doch nicht, wer hat Schuld, sondern die zentrale Frage ist, wie lösen wir ein Problem zugunsten der Zukunft unserer Kinder. Und das muss der Fokus sein. Und da möchte ich die drei Themen, um die es eigentlich geht, auch einmal aufgreifen. Wir haben eine zentrale Herausforderung bei der Frage, wie können wir mehr Menschen gewinnen, diesen wichtigen Beruf der Erzieherinnen und Erzieher auszuüben. Wir haben zu wenig Menschen, die diesen Beruf machen. Wir können über Ausweitung von Krippenplätzen reden und Kita-Plätzen, wir können über Qualität reden, aber wenn wir nicht mehr Erzieherinnen und Erzieher gewinnen können, wird das alles nicht funktionieren. Und genau hier vermisse ich Aktivitäten der Landesregierung. Zu behaupten, man finanziert jetzt 200 Plätze mit bei der praxisorientierten Ausbildung, ist doch einfach
lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was notwendig ist. Und hier erwarte ich auch, Herr Minister, dass Sie noch einmal deutlich machen, wie wollen Sie wirklich ursächlich dieses Problem lösen. Das ist die Forderung 1. Die Forderung 2 ist die Frage, die sich natürlich auch immer wieder stellt, ist die Frage der Investitionen. Die Frage der Investitionen ist natürlich auch eine zentrale Frage. Wie können wir die Erzieherinnen und Erzieher begeistern, diesen Beruf zu machen? Wie können wir Kindern eine tolle Entwicklungsumgebung bieten? Wie können wir vielleicht, und das wäre natürlich ein gewisser Wunschtraum, wie können wir auch Kindergärten tatsächlich zu Familienzentren ausbauen, wo Begegnung möglich ist? Da sind massive Investitionen notwendig. Und ich sage Ihnen einmal, wenn Sie denn keine Kinder haben oder lange nicht mehr in einer Kita waren, wie es dort vor Ort aussieht. Wir haben in jeder Kommune in Hessen viele Kitas, die wurden einmal in den 70er Jahren gebaut oder sind noch älter als Halbtagskitas. Die sind nie als Ganztagkita gedacht gewesen. Das sind Halbtagskitas ohne ausreichende Küche, ohne die Möglichkeit, Verpflegung sicherzustellen, ohne ausreichend Platz, um eine ganztägige Betreuung von Kindern sinnvoll und optimal gestalten zu können. Und in diese Halbtagskitas hat man jetzt eine Ganztagkita reingebaut. Man hat immer mehr Kinder in diese Kitas verlegt. Die Gänge und die Flure werden bespielt, weil man sonst gar keinen Platz mehr hat. Die Lagerräume werden außen angebaut. Die Bewegungsräume werden zu Gruppenräumen umgestaltet, um den massiven Druck überhaupt aufnehmen zu können. Das ist die Realität in hessischen Kitas. Das ist die Realität, denen sich die Kommunen jeden Tag stellen müssen, wenn die Eltern sagen, ich brauche einen Betreuungsplatz. Und das kann doch nicht so bleiben. Dann muss doch Bund, Land und Kommune ausreichend Geld in die Hand nehmen. Und ich sage Ihnen einmal, in der Schule wäre das undenkbar. Wenn Sie heute eine Ganztagsschule genehmigt haben wollen, dann gibt es ein klares Raumprogramm, das Grundlage ist, damit das überhaupt möglich ist. So etwas gibt es in der Kita gar nicht, sondern in der Kita ist die Mangelverwaltung, die Not am Mann, tägliches politisches Brot der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in unserem Land. Und die Eltern sind trotzdem dankbar, dass diese Plätze entstehen. Und die Erzieherinnen und Erzieher leisten in unserem Land Übermenschliches, dass sie unter solchen Bedingungen hervorragende Arbeit leisten. Und dann diskutieren wir hier, wer ist schuld, anstatt wie wir es lösen können. Das ist leider völlig am Thema vorbei. Und wenn Sie sich fragen, warum Erzieherinnen und Erzieher früh mit dem Beruf wieder aufhören, wenn Sie einmal den ganzen Tag in so einer Kita waren, was das für eine Lärmbelastung ist, wenn keine Dämmung an der Decke ist, wenn Sie erleben, wie wenig Sozialräume Sie haben, unter welchen Bedingungen Erzieher und Erzieher dort ihren Job machen müssen, warum müssen wir uns dann wundern, dass vielleicht ein Viertel oder ein Drittel der Erzieher und Erzieherinnen, die wir ausgebildet haben, 5 Jahre lang, dann einfach mit dem Job wieder aufhören? Das ist doch keine Schuld der Erzieherinnen und Erzieher. Das ist ein Problem der Umstände, in denen unsere Kinder betreut werden. Und ich sage Ihnen, es ist eine Aussage über eine Gesellschaft, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist eine klare Botschaft, wie wir als Gesellschaft überhaupt dastehen. Und da ist ein großer Handlungsbedarf aus Sicht der Freien Demokraten. Und ich komme jetzt einmal zu dem größten Problem, das die Kommunen haben. Und das größte Problem der Kommunen ist jetzt tatsächlich die Frage, wie sie den tagtäglichen Betrieb der Einrichtungen finanzieren können. Das ist eine massive Herausforderung. Und ich höre hier immer Beträge, und dann werden 100 Millionen da und dort, und dann wird hier immer jeder versucht, irgendwie mit Zahlen über 5 Jahre und 8 Jahre und 2 Jahre hier mal Verwirrung zu stiften, damit man nicht die gesamte Ursache sieht und das Gesamtthema sieht. Wenn wir uns die Kosten der Kinderbetreuung in Hessen anschauen, ich habe leider nur Zahlen von 2017, dann waren da Gesamtkosten von 2,45 Milliarden Euro zu schultern. 2,45 Milliarden, die Zahlen sind 3 Jahre alt. Aus meiner Kommune 5 bis 10% Kostenwachstum auf dieser Haushaltsstelle. Vielleicht sind wir jetzt mittlerweile eher bei 3 Milliarden als bei 2,5. Vielleicht hat der Minister ja auch neuere Zahlen. Das bedeutet, wenn die Hessische Landesregierung in ihrem Einzelplan 600 Millionen Euro zu Kostenzuschuss für diesen Gesamtbereich finanziert, das sind keine 25% der Gesamtkosten. Und wenn ich jetzt natürlich sage, wir machen das Gute-Kita-Gesetz, da kommen 98 Millionen im Jahr dazu, dafür verlangen Sie aber von den Kommunen ja mehr Leistungen. Das ist ja keine Deckung des Defizits.
dann ist ein Großteil natürlich mehr Qualitäten, weil sie zu Recht in die Qualität ja auch investieren wollen, was ja auch richtig ist, was hier vorgetragen worden ist. Aber es leistet natürlich keinen zusätzlichen Deckungsbeitrag, sondern sie sind konnexitätsmäßig natürlich verpflichtet, wenn sie den Kommunen mehr Lasten aufbürden, sie auch einfach zu übernehmen. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag, mehr nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, 245 Milliarden Euro, 600 Millionen, gut 600 Millionen des Landes. Das zeigt natürlich schon so ein bisschen, wie die Prioritäten sind. Und wenn ich jetzt in den Haushaltsplan reingucke, ich langweile sich nicht, und wie viel wirklich von den 600 Millionen originäres Landesgeld gibt, da könnte man ja eine einzelne Klausur machen und die Post mal aufrechnen. Da will ich Sie gar nicht langweilen, weil den Menschen vor Ort ist es eigentlich egal, ob das Geld vom Bund, vom Land oder woher es kommt, sondern es geht darum, wie viel ist man bereit zu investieren in die Frage der Kinderbetreuung. Und dann sage ich Ihnen, was hier passiert, ist viel zu wenig. Und wenn wir heute an dieser Stelle oder heute ja noch später über die bessere Qualität in den Kindertagesstätten unseres Landes diskutieren, dann wird nachher in dem Gesetzentwurf stehen, Ausgaben des Landes für dieses Gesetz im Jahr 98 Millionen, Einnahmen durch gutes Kita-Gesetz durch den Bund 112 Millionen. Was ist doch ganz klar, dass Sie nicht mehr machen, als Sie müssen. Und wenn der Bund Sie nicht geschubst hätte, würden Sie heute gar nichts machen. Und von daher muss ich schon sagen, die Zahlen sprechen für sich. Die Zahlen sprechen für sich. Und wenn Ihnen das Thema Kinderbetreuung nicht wichtig ist, bei 6 Milliarden Mehreinnahmen in den letzten Jahren, die Sie hier als Land Hessen haben, eine so lächerlich geringe Investition in die Zukunft unserer Kinder, dann gehen Sie hervor und sagen Sie doch einfach, der ÖPNV oder eine GmbH für Klimaschutz, das ist ein wichtiges Ziel des Landes Hessens, die Kinder sind es nicht. Dann sagen Sie das. Lieber Kollege Rock, auch für Seligenstadt schlägt die zeitliche Stunde. Ich bitte. Menschen draußen, wo sie stehen, und versuchen Sie nicht, den Menschen irgendwas vorzumachen. Sagen Sie klar, was Ihre politische Priorität ist, dann handeln Sie danach, und dann kriegen Sie auch unseren Applaus. Bis jetzt haben Sie leider wenig vorzuweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich will vielleicht erst oder damit beginnen, dass ich vielen Kolleginnen und Kollegen zustimmen kann. Es ist gut, dass wir heute Gelegenheit haben, über das Thema Kinderbetreuung ja auch so ausführlich zu sprechen, weil ich nach dieser Debatte wirklich den Eindruck habe, hier muss das eine oder andere, insbesondere was Ursache und Wirkung angeht, mal ordentlich sortiert werden. Und ich finde das auch gut, weil es mir Gelegenheit gibt, Ihnen all das vorzustellen, dass wir seit Oktober 2019, da haben wir zum letzten Mal hier im Landtag zum Thema gesprochen, noch zusätzlich bewegt und obendrauf gepackt haben. Ich habe Ihnen vor 4 Monaten ja schon die Grundzüge dessen vorgestellt, was wir heute in der späteren Debatte mit der Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs ins parlamentarische Verfahren bringen. Wir haben erfreulich viel Zeit heute für das wichtige Thema Kinderbetreuung. Und deshalb will ich wirklich zunächst einmal auf das große Ganze blicken. Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Und in Zukunft, so jedenfalls der Willen der Bundeskoalition, soll es bis 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grundschulalter geben. Das sind grundsätzlich richtige Weichenstellungen. Aber natürlich schafft der Bund hier Rechtsansprüche zulasten Dritter. Und jedem ist klar, dass diese Rechtsansprüche ganz gewaltige Herausforderungen auslösen, die vor allem die Kommunen am Ende betreffen. Herr Rock hat das ja durchaus richtig auch noch einmal ausgeführt, weil es sind die Kommunen. Es sind natürlich die Kommunen, die die Verantwortung für die Kinderbetreuung tragen. Und was hat der Bund dann gemacht? Er hat zeitlich befristete Zuschussprogramme geschaffen. Und da
Das sind doch immer wieder genau diese auslaufenden Bundesprogramme, die dann den Kommunen auf die Dauer Schwierigkeiten schaffen. Und wenn wir jetzt über die Investitionen reden, ja, zu diesen befristeten Programmen gehört auch das Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung. Es ist Ende letzten Jahres ausgelaufen. Das heißt, auch hier das übliche Muster. Der Bund schafft zunächst den Rechtsanspruch und lässt jetzt die Kommunen mit dieser Aufgabe allein. Und da weiß ich wirklich nicht, wo Ihr Vorwurf sein soll. Was haben wir denn gemacht als verantwortlich handelnde Landesregierung im Gegensatz zur Bundesregierung? Wir haben uns in relativ kurzer Zeit entschieden, unsere Kommunen eben nicht im Regen stehen zu lassen, sie nicht alleine zu lassen, und haben deshalb ein vollkommen neues eigenes Landesinvestitionsprogramm für die Kitas aufgelegt. Und nicht nur das, damit wir auch die Größenordnung an der Stelle mal klar haben. Auf Hessen sind aus dem Bundesinvestitionsprogramm von 2017 bis 2020 86 Millionen € entfallen. Wir haben jetzt ein Landesinvestitionsprogramm mit einem Mittelvolumen von 92 Millionen € auf die Beine gestellt, das also noch darüber hinausgeht. Dafür werden wir jetzt hier kritisiert. Ich verstehe es immer noch nicht. Also mathematisch jedenfalls ist es mir überhaupt nicht klar. Dieses hessische Programm, das ist originäres Landesgeld. Dieses hessische Programm, und das gibt es nirgendwo in der Republik ansonsten, dieses hessische Programm unterstützt Kommunen und freie Träger dabei, neue Einrichtungen zu bauen, aber auch ältere Kita-Gebäude zu sanieren, umzubauen oder zu ersetzen. Und damit es für die Kommunen auch möglichst einfach ist, haben wir gesagt, wir orientieren uns ganz eng an dem, was bisher für das Bundesprogramm galt, damit der Verwaltungsaufwand gering ist. Das heißt, die Fördertatbestände, die Förderhöhe, all das soll an das Bundesprogramm anknüpfen. Und wir werden es auch so machen wie bisher im Bundesprogramm, dass die bereits begonnenen Vorhaben weiterhin förderfähig sind. So einfach wie möglich also. Und diese neue Förderrichtlinie, die das dann umsetzt, die geht in Kürze in die Verbändeanhörung, und dann wird sie so schnell, wie es irgend geht, in Kraft treten. Und dann gehen wir doch einmal in die Details. Frau Gnadl, da muss ich wirklich sagen, Sie haben hier wortstark in Ihrem Antrag harsche Kritik am bisherigen Antragsverfahren für die Investitionsförderung formuliert. Und da muss ich Sie wirklich direkt fragen, wie kommen Sie eigentlich darauf? Wie kommen Sie eigentlich darauf? Die Investitionsförderung in der Kindertagesbetreuung in Hessen führen wir seit 2008 sehr erfolgreich durch. Es sind fast 390 Millionen € den Kommunen völlig reibungslos bewilligt worden, und zwar in einem Verfahren, das seit 12 Jahren praktisch unverändert ist. Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen im Regierungspräsidium Kassel über viele Jahre, anders als es Ihr Antrag nahelegt, ganz hervorragend bearbeitet. Und der einzige Unterschied ist jetzt, dass das Investitionsprogramm des Bundes ausläuft. Ja, und da kann man doch nicht den Boten dafür prügeln, für die Botschaft, die er überbringen muss. Wer so austeilt, der muss dann auch bereit sein, Ross und Reiterin zu nennen. Und dann stellen Sie hier nonchalant einen Bedarf der Kommunen von 1 Milliarde € in den Raum, der angeblich nicht gedeckt sei. Ich will Ihnen einmal sagen, wie es wirklich war. Von den erwähnten 86 Millionen € Bundesprogramm für Hessen von 2017 bis 2020 waren im Juni 2019, das ist jetzt noch nicht so lange her, 60 Millionen € völlig unangetastet. Das heißt, warum ist das so? Weil nur wenige Kommunen einen Bedarf angemeldet hatten. Sonst hätten sie nämlich entsprechende Anträge gestellt. Und jetzt wollen Sie uns heute hier weismachen, dass dieser Bedarf innerhalb eines halben Jahres dann plötzlich auf 1 Milliarde € angewachsen ist. Es gibt es ganz sicher auch weiterhin einen Zuschussbedarf. Das ist ja in Ordnung. Aber ganz ehrlich, solche Mondrechnungen, die machen Politik unseriös, und sie schaden auch der Sache. Und jetzt ist es ja Ihr übliches Muster, das kennen wir. Sie fordern gern Milliardenbeiträge für alle möglichen Bereiche, ohne auch nur einmal zu sagen, woher dieses Geld eigentlich kommen soll, wo Sie es eigentlich wegnehmen wollen. Wenn wir uns allein anschauen, welche Forderungen Sie in den letzten Jahren im Bereich Kinderbetreuung so gestellt haben,
vor 2016 Inklusion und Qualität fördern. 2016 haben Sie sich dann ganz der Beitragsfreiheit gewidmet. Da sind die Beträge dann ständig aufgewachsen. Anfangs waren es 62 Millionen €, zum Schluss 720 Millionen €. Zuletzt haben Sie hier mehr Geld für die Fachkräftesicherung gefordert, Klammer auf, weil Ihre Bundesministerin kurzerhand binnen zwei Wochen kaltlächelnd ausgestiegen ist, Klammer zu, das muss man auch sagen. Und nach all dem werden Sie ganz sicher verstehen, ich bin ziemlich gespannt, wie lange Ihre neue Forderung, 1 Milliarde mehr allein für den Ausbau der Plätze, jetzt Bestand hat. Sie versuchen seit Jahren, den Leuten im Bereich Kinderbetreuung Luftschlösser zu verkaufen, und die Bürgerinnen und Bürger merken das doch auch. Und unser Kompass ist ganz klar. Wir sind solide finanziert in die Beitragsfreistellung eingestiegen, um Eltern zu entlasten. Wir helfen den Kommunen, indem wir ihre Betriebskosten stärker bezuschussen. Wir entwickeln die Betreuungsqualität verlässlich weiter, durch die Verbesserung der Personalschlüssel, durch die Anhebung der Schwerpunktpauschalen. Und wir helfen, die Plätze auszubauen, indem wir erstmals ein Landesinvestitionsprogramm bereitstellen. Und insgesamt ist es mehr als 1 Milliarde €, so viel wie noch nie zuvor in diesem Land, und zwar solide finanziert. Außerdem fördert das Land die dualisierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern mit mindestens 200 Plätzen. Ja, der Fachkräftebedarf ist eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich. Diese Forderung Ihres Antrags erfüllen wir längst. Da haben wir übrigens im Oktober auch zuletzt hier drüber gesprochen. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn Sie mal mit der gleichen Inbrunst, mit der Sie hier ungedeckte Schecks verteilen, Ihrer Familienministerin aufs Dach steigen würden. Die hat sich hier noch Mitte November in Wiesbaden für Maßnahmen zur Fachkräftesicherung loben lassen und ist vier Wochen später mit einem Federstrich entgegen Ihrer Ankündigung aus dem Programm ausgestiegen. So ist die Wahrheit. Und weil Sie das ständig bestreiten, dass Frau Dr. Giffey das so gemacht hat, wir sind ja eine serviceorientierte Landesregierung. Sie können auf der Facebook-Seite des Ministeriums, wenn Sie möchten, sehen, wie sie im Bundestag zu der Frage befragt worden ist und wie sie sich dazu geäußert hat. Sie räumt sehr wohl ein, dass sie ihr eigenes Versprechen nicht hält. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kinderbetreuung, die frühkindliche Bildung haben für diese Koalition höchste Bedeutung, weil es darum geht, entscheidende Schritte auf dem Weg zur Chancengleichheit aller Kinder voranzukommen. Und wir können uns gerne darüber auseinandersetzen, wie wir noch besser werden können. Aber ich habe die herzliche Bitte, hören Sie auf, irgendwelche Wolkenkuckucksheime zu versprechen. Das nimmt Ihnen niemand mehr ab. Fakt ist, und damit komme ich dann auch zum Schluss, mit dem Beschluss dieses Haushalts stellen wir insgesamt über 1 Milliarde € für die Kinderbetreuung in Hessen zur Verfügung, so viel wie noch nie zuvor. Und das, was uns von Ihnen unterscheidet, ist, dass unsere Schecks gedeckt sind. Vielen Dank. Herr Staatsminister, vielen Dank. Wir gehen in die zweite Runde. Frau Kollegin Gnadl, SPD-Fraktion, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Herr Minister Klose hat eben ausgeführt, dass das, was wir in unserem Antrag beziffert haben, an 1 Milliarde Investitionslücke, die sich hier auftut in Hessen, dass das unseriös sei, dass wir hier Luftschlösser bauen würden und das am Ende die Bürgerinnen und Bürger auch merken würden. Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Klose, das, was die Menschen hier in Hessen merken, das ist die Situation in den Kitas. Und ich bin selbst Mutter von drei Kindern, eins davon jetzt noch im U-3-Bereich. Und ich kann Ihnen nur sagen, wie die Situation vor Ort aussieht.
Es gibt zu wenig Räumlichkeiten. Die Bedarfe sind so groß bei den Eltern an Kinderbetreuung, dass die Städte und Gemeinden den momentan eben nicht komplett decken können. Sie müssen massiv in den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen investieren, weil teilweise Räumlichkeiten, die fürs Mittagessen vorgesehen wurden, übergangsweise jetzt als Gruppenräume dienen. Sie müssen die Kinder in Containern betreuen lassen, anstatt in ausgebauten Kitas. Und das ist die Situation, die Eltern mit ihren Kindern hier in Hessen wahrnehmen. Sie nehmen eben wahr, dass es nicht genug in den Ausbau investiert wurde. Und das ist der springende Punkt. Wir erwarten, dass hier das Land sich eben nicht nur jahrelang auf Bundesprogrammen ausruht, sondern wir erwarten auch, dass das Land entsprechend hier originäre eigene Landesmittel investiert und endlich die Städte und Gemeinden finanziell so ausstattet, dass sie ihrer Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung auch entsprechend gerecht werden können. Und die Zahl ist eben nicht aus der Luft gegriffen, die 1 Milliarde, die hier beziffert wird. Denn der Hessische Landkreistag hat im Sozialausschuss entsprechend selbst auch eine Erhebung gemacht und die Städte und Gemeinden in den Landkreisen gefragt, wie viel Investitionsbedarf gibt es denn in den Städten und Gemeinden? Und das, was jetzt dabei rausgekommen ist, diese rund 1 Milliarde €, das ist eben genau das, was dem Hessischen Landkreistag zurückgespiegelt wurde. Und dann davon zu sprechen, dass das irgendwelche Luftschlösser seien und dass das unseriös ist, wenn man selbst eben nicht die Bedarfe erhebt, sondern es anderen die Bedarfe erheben lässt, und dann zu sagen, das seien Luftschlösser, das ist einfach ungeheuerlich an dieser Stelle. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wie kommt die SPD-Fraktion, wie komme ich zu der Kritik, die ich heute hier geäußert habe, auch am Antragsverfahren und am Bewilligungsverfahren? Ja, wie kommen wir darauf? Wir kommen darauf, weil wir stapelweise Briefe bekommen aus den verschiedenen hessischen Kommunen, ob aus Nordhessen, aus Südhessen oder aus Mittelhessen, bekommen wir Zuschriften von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und ich habe das vorhin schon gesagt, das sind nicht nur irgendwelche E-Mails und Briefe, das sind Hilferufe, die da an das Land gehen seitens der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und die sind eben alleine gelassen worden, als es um ihre Haushaltsberatung ging. Die haben teilweise aufgrund mündlicher Aussagen eben auch aus dem Regierungspräsidium in Kassel entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt. Und jetzt erfahren Sie, und teilweise haben Sie noch nicht einmal zum Ende des letzten Jahres dann erfahren, ob Sie nun Gelder aus dem Förderprogramm bekommen oder nicht, teilweise im Januar, teilweise bis heute noch keine schriftliche Zu- oder Absage. Teilweise warten Sie heute noch und wissen nicht, was mit Ihren Förderanträgen geschieht. Und das ist die Realität, mit der sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier vor Ort in Hessen konfrontiert sind. Und das hat nämlich auch etwas damit zu tun, wie wird ein solches Programm auch transparent abgewickelt, geht man mit den Städten und Gemeinden hier in Hessen um, wie informiert man sie. Und da war eben die Informationslage sehr, sehr diffus und sehr, sehr unterschiedlich zwischen es ist noch viel Geld da und der Fördertopf ist leer. Das ist die Realität seitens des Landes Hessen. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, auch im Rahmen dieser Haushaltsberatung für diesen Haushalt für eine nachhaltige Finanzierung der Kommunen zu sorgen im Bereich der Kinderbetreuung, unsere Haushaltsanträge für die Aufstockung der Betriebskosten haben Sie im Haushaltsausschuss abgelehnt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Kollegin Gnadl. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der FDP, Kollege René Rock, immer noch Seligen Chat.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich mache es kurz an dieser Stelle. Ich will nur auf zweieinhalb Punkte eingehen, die der Minister gesagt hat. Ich hatte Sie gebeten, noch einmal deutlich zu machen, wie wichtig die Frage der Fachkraftgewinnung ist und dass es nicht mit der Förderung von 200 Plätzen getan ist, sondern dass wir hier auf eine ganz klare, und das wird jetzt im Landtagsprotokoll stehen, auf eine Katastrophe zusteuern. Wenn es uns nicht gelingt, mehr Fachkräfte zu gewinnen, wird es eine Betreuungskatastrophe in unserem Land geben. Das ist einfach so. Und Sie müssen die Zahlen erheben. Machen Sie es bitte nicht so wie der Kultusminister, der sagt, wenn ich das Problem nicht sehe, gibt es nicht. Gibt es das Problem nicht. Seien Sie nicht auf demselben falschen Pfad, Herr Minister Klose, weil das geht tatsächlich um die Frage, wie die Kinderbetreuung qualitativ verbessert werden kann. Und ohne Fachkräfte geht das nicht. Das muss die primäre Aufgabe dieser Landesregierung sein, Fachkräftegewinnung. Sie haben dazu viel zu wenig gesagt. Ich fordere Sie auf, dass Sie hier als Landesregierung mit einer Initiative kommen. Sonst müssen wir das aus dem Parlament machen. Und diese Aussage, Sie haben gedeckte Schecks dabei. Nein, Sie bringen die Schecks von anderen Leuten woanders hin. Ja, das ist doch gar nicht Ihr Geld. Und ich möchte das Wort von dem einen oder anderen hier nicht zu oft nehmen, weil es nutzt sich ab mit der Arroganz und Ähnliches. Aber Sie können doch nicht allen Ernst hier vorne stehen, den Kommunen 400 Millionen € wegnehmen und sich selbst dafür bejubeln. Und das ist, Herr Wagner, das einzige Land in ganz Deutschland, das den Kommunen die Umlage nicht zurückgegeben hat. Sie sind das einzige Land. Sie sind doch für Alleinstellungsmerkmale. Das sind keine ungedeckten Schecks. Das, was Sie machen, ist Scheckbetrug. Ja, das ist Scheckbetrug, und Sie veräppeln die Leute vor draußen. Und jetzt haben Sie wieder eine Zahl gesagt. Ich habe gesagt, 2,45 Milliarden € kostet die Kinderbetreuung seit 2017 in diesem Land. Sie haben gesagt, das Land gibt ja 1 Milliarde dazu. Ich sage Ihnen, Sie geben gut 600 Millionen dazu. 350 Millionen €. Herr Minister, 350 Millionen € erstatten Sie den Kommunen, weil Sie ihnen nicht mehr erlauben, eigene Gebühren zu erheben. Das Geld, diese 350 Millionen, hatten die Kommunen früher als Einnahmen. Und das ist nicht Geld, das Sie den Kommunen zusätzlich zur Verfügung stellen. Das hatten die sowieso. Sie haben nur ein Wahlgeschenk hier verausgabt und haben gesagt, wir wollen wiedergewählt werden. Das ist uns 350 Millionen wert. Ihnen ist doch gar nicht um die Eltern und die Kommunen gegangen. Sie wollten wiedergewählt werden. Und das haben Sie halt jetzt im Haushalt stehen. Aber dafür müssen Sie sich für die Wahlgeschenke nicht noch bejubeln lassen, weil die Kommunen haben davon nichts. Ja? Davon ist nicht ein Erzieher mehr in einer Kindergarten in Hessen. Davon gibt es nicht einen Betreuungsplatz mehr. Das ist einzig und allein Ihr Wahlgeschenk gewesen. Und bitte nehmen Sie das aus der Bilanz raus. Das ist keine Leistungsbilanz. Das ist nämlich auch hier eine Bilanz, wo Sie auf Kosten der Kommunen sich gut getan haben, weil die Hälfte des Wahlgeschenks haben Sie sich auch noch von den Kommunen bezahlen lassen. Das ist ja besonders ein ungedeckter Scheck gewesen. Aber was mir ein bisschen Angst macht, Herr Minister, was mir wirklich ein bisschen Angst macht, da bin ich so bei Ihnen, Frau Gnadl, das kann doch nicht sein, dass Sie als Grüne, die ja auch mittlerweile Oberbürgermeister stellen, die in den politischen Gremien von Landkreistag und Städtetag doch alle drin sitzen, dass Ihnen nicht zu Ohren gekommen ist, dass da was schiefläuft bei dem Investitionsprogramm. Das ist doch Autismus. Herr Kollege Rock, das Wort Autismus, ja, dann tue ich gleich mal entschuldigen, ist es weg. Herr Wagner, Sie haben recht. Ich entschuldige mich ausdrücklich für dieses Krankheitsbild, das ich benutzt habe. Das ist etwas, wie man eine Wahrnehmung ausblendet, die jedem anderen kommunalen Vertreter und Landtagsabgeordneten hier bekannt ist. Ich möchte mich ausdrücklich noch einmal für das Wort entschuldigen, Autismus. Das war nicht so gemeint. Ich wollte das auch nicht in der Form gebraucht wissen. Das war ein Fehler. Entschuldigung. Aber ich will trotzdem noch einmal sagen, Herr Minister, an dieser Stelle, bitte hören Sie doch auf Ihre kommunalen Vertreter. Wenn etwas schiefläuft beim Genehmigungsverfahren, das Geld ist da, es wird nicht abgerufen, dann muss man doch einfach die Richtlinien ändern, muss die Kommunikation verbessern. Das kostet doch nicht einmal Geld, das ist nur Aufmerksamkeit, Mühe, ein Thema ernst nehmen. Wenigstens das können Sie in Ihrem Ministerium machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Damit sind wir am Ende der
Debatte über diesen Antrag der Fraktion der SPD, 20-2361. Wir überweisen ihn an den Fachausschuss. Jawohl. Machen wir so.